Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Creative Aktuell. In diesem Video geht es um verschiedene Arten von Schnittmasken. Und meistens entdeckt man die, weil man ein Problem mit einer Datei hat. Hier habe ich so eine besondere Datei. Es gibt hier oben ein weiteres Objekt und wenn wir in die Pfadansicht gehen, dann ist das auch vorhanden, aber es ist nicht sichtbar. Um das zu analysieren, gehe ich jetzt mal ins Ebenenbedienfeld unter Fensterebenen. Hier haben wir also diese Datei. Und hier sind auch ganz klar diese Objekte zu sehen. Und sie sind auch eingeblendet, aber sie sind nicht sichtbar. Nun haben wir hier ja Schnittmasken. Und es gibt verschiedene Arten von Schnittmasken. Das ist hier auch schon zu sehen. Die eine ist eine Gruppe. Und der andere Zuschneidungspfad liegt einfach so auf der Ebene. Und diese Zuschneidungspfade, die einfach so auf einer Ebene liegen, die können sich sehr besonders verhalten. Um das hier mal zu lösen, werde ich diese Beschnittgruppe nehmen und sie auf eine andere Ebene ziehen. Und hier sehen wir, jetzt ist dieses Objekt vorhanden. Ich gehe nochmal zurück auf diese Ebene. Und das andere blende ich mal aus. Wenn ich hier jetzt weitere Objekte zeichne, obwohl die eine Füllung besitzen, sieht man die nicht. Und die liegen sogar über diesem Zuschneidungspfad. Normalerweise ist es bei Schnittmasken ja so, dass der Zuschneidungspfad das oberste Objekt in der Stapelreihenfolge sein soll. Gehen wir mal einen Schritt zurück und sehen uns an, wie man das überhaupt erstellt. Und dafür nehme ich mal wieder diese Ebene, denn da ist die normale Schnittmaske drauf, wie man sie so kennt. Und die werde ich jetzt mal aktivieren und zurückwandeln. Also Objekt, Schnittmaske, zurückwandeln. Und nun werde ich auch eine Kopie von dieser Ebene erstellen, indem ich das einfach hier unten auf das Plus ziehe. Und diese Ebene, die blende ich jetzt erstmal aus. Ich werde jetzt mal das hier auswählen und ein bisschen weiter nach unten schieben und das wieder einblenden. Um jetzt eine Schnittmaske zu erstellen, kann man die alle auswählen und wie wir das eben schon gemacht haben, Objekt Schnittmaske erstellen oder diesen Kurzbefehl. Das ist die eine Maske und was man natürlich auch kennt, dann geht diese Farbe verloren. Deswegen werde ich mit dem Direktauswahlwerkzeug das hier mal auswählen und da drauf gehen und dann haben wir die Farbe wieder. Das ist die eine Art von Schnittmaske, die Sie wahrscheinlich kennen. Wenn ich das jetzt anfasse, dann kann ich das einfach hin und her bewegen. Das ist sehr praktisch, weil eben alles zusammenbleibt. Die andere Schnittmaske erstellt man auf eine andere Art. Dazu gehe ich hier in die Ebenenpalette und aktiviere einfach nur diese Ebene. Das heißt, eigentlich aktiviere ich da gar nichts, sondern ich hebe das hier hervor. Und wenn Sie das gemacht haben, dann wird hier unten dieser Button aktiv, Schnittmaske erstellen. Und wenn ich da draufklicke, wieder dasselbe, der Pfad verliert seine Farbe. Aber wir haben eben diese andere Schnittmaske, diese Konstruktion, die vorher schon da war, keine Gruppe, sondern nur dieser Zuschneidungspfad in der Ebene. Das ist also eine ebenenbasierte Schnittmaske und ich wähle jetzt mal diesen Pfad aus und werde dem auch gleich mal die Füllung wiedergeben. Nun sehen wir uns noch an, was eigentlich der Vorteil dieser Schnittmaske ist. Wenn ich da jetzt etwas aktiviere, dann sehen Sie, kann ich das einfach so hin und her schieben. Es gibt noch etwas Schönes. Ich kann also nicht nur die Sachen einfach sauber bearbeiten und direkt anfassen, ohne in Isolationsmodus zu gehen oder irgendwas aufzuheben, sondern ich kann da auch noch einfach Dinge hinzufügen. Ich kann da einfach Sachen reinzeichnen und dann werden die hinzugefügt. Es hat aber noch einen weiteren Vorteil und der betrifft vor allen Dingen die Situation, wenn Sie Stadtpläne erstellen. In dem Zusammenhang braucht man ja häufig eine Konstruktion, wo Ebenen innerhalb von Ebenen sind, in mehreren Hierarchiestufen und da liegen dann Aussehen, Eigenschaften drauf und diese Hierarchiestufen, die dürfen auch nicht verloren gehen.
Erstellt man nun so eine Gruppe als Schnittmaske, dann ergibt sich die Situation, dass da keine Ebenen drin sein können. In einer Gruppe können keine Ebenen sein. Das ist von Illustrator so nicht vorgesehen. Das können wir uns jetzt mal hier mit dieser Ebene ansehen. Hier habe ich einfach dazu gezeichnet und werde mal den hier reinschieben. Und wenn wir jetzt diese Ebene nehmen, na, ich werde den noch mal ein bisschen verschieben, so dass es da draußen ist. Wenn wir jetzt also diese Ebene nehmen und schieben sie hier in die andere Ebene, dann sehen Sie, wird das hier zugeschnitten, der andere verschwindet, weil er ja außerhalb von diesem Kreis liegt. Das ist also überhaupt kein Problem. Da kann man also eine beliebig tiefe Struktur von weiteren Ebenen unterordnen. Machen wir das mal rückgängig und ich nehme dieselbe Ebene und versuche sie hier in diese Gruppe zu kriegen und Sie sehen schon, das geht nicht. Ich kann sie da nicht reinschieben. Ich kann sie natürlich in die andere Ebene hineinschieben, aber damit ist sie nicht in der Beschnittgruppe drin. Das ist also der wichtige Unterschied zwischen diesen beiden verschiedenen Schnittmasken und wie Sie das Ganze auflösen können.